Sabine. Hi Sandro. Guten Tag. Guten Tag. Es ist ein wenig ruhiger gewesen in letzter Zeit. Wir haben aber die Scheiben eingeklebt in den E36. Davon gab es auch Videos, die sind dummerweise abhanden gekommen. Es war ein bisschen blöd, aber es wäre ein Zeitraffer gewesen, wie ich mit Ricardo zusammen, Adresse blenden wir hier unten mal eben ein. Vielen Dank für deine Hilfe, Ricardo. Auch am Vatertag hast du das gemacht mit mir zusammen. Vielen Dank für die Bereitschaft und die Hilfe. Hat super geklappt, sieht auch super aus. Gucken wir uns gleich an. Die Scheiben sind drin. Wir haben eben schon die eine Seitenscheibe hinten eingebaut und diese Zierleiste drumherum mit der Dichtung. Das machen wir gleich auf der anderen Seite auch noch. Dann ist das Auto zumindest einmal so, dass wir es rausstellen könnten. Und da machen wir auch so ein paar kleine Schönheitsreparaturen heute. Hier steht wieder in meinem professionellen Lackzimmer steht alles, was ich so lackiert habe. Die Spiegelfüße. Da haben wir uns ja aufgrund eurer Kommentare dafür entschieden, das nicht in Wagenfarbe zu machen. Sondern wie es original war, angepasst an die Plastikleisten, das einfach mal frisch drüber gesprüht. Das ist jetzt nicht so sonderlich professionell, aber es erfüllt seinen Zweck und ich finde, es sieht auch ganz gut aus. Ja, dann bauen wir die Spiegel gleich wieder dran und zusammen und dann sieht das Auto erstmal so aus, als wäre es fertig. Dann haben wir im nächsten Video tatsächlich, ich weiß, das sage ich ganz oft, im nächsten Video tatsächlich nur noch den Auspuff und die Wegfahrsperre. Dann machen wir noch einmal frisch. Und dann sollte es klappen. So sah es heute Morgen noch auf der anderen Seite aus. Also die Heckscheibe ist noch nicht drin. Das hier ist die Dichtung. Die haben wir schon eben reingelegt. Dann kommt hier noch die Scheibe rein. Und hier kommt dann noch so eine Zierleiste drumherum. Wie das Ganze aussieht, gucken wir uns auf der anderen Seite eben an. So, hier ist die Zierleiste. Die mache ich gleich noch einmal sauber. Hier ist ein bisschen Staub drauf. Diese Zierleiste drumherum, das Fenster hier drin, das ist ein Ausstellfenster, das könnte man hier ausklappen. Und dann in dem Zuge habe ich auch die C-Säulenverkleidung hier hinten reingebaut. Was wir noch haben, die Haltegriffe hier drin, die sind noch beige, die müssten wir auch noch einmal ansprühen. Aber das sind so ein paar Kleinigkeiten, um die wir uns dann wirklich kümmern, wenn das Auto fertig ist. Ne? Auch hier ist noch ein bisschen dreckig drin. Ja. Alles so Sachen, da kann man sich dann am Ende drum kümmern. Scheibenwischer wieder dran, den Windlauf können wir da reinbauen vorne, ne? Die Scheibe ist ja drin. Mhm. Wie gesagt, hier, das sind nagelneue Scheiben. Das sind keine Originalscheiben, weil das einfach dann zu teuer ist. Aber von der Qualität her, ich sag mal so, als Nichtfachmann, da werde ich bestimmt für gesteinigt, Glas ist Glas. Nein, aber die Passgenauigkeit ist sehr gut. Und der Ricardo hat die empfohlen und vorne genauso. Da denke ich schon, dass das alles seine Ordnung hat. Und es sieht halt sehr gut aus. Und ich finde, so eine Scheibe, wenn hier wieder Scheiben drin sind, das wirkt wieder wie ein frisches Auto. Ja. Eine neue Scheibe. Gibt ja auch Form, ne? Ja, total, ne? Und es sieht nicht mehr so, guck mal, wenn du hier das mal siehst, das sieht halt immer so ein bisschen abgegrabbelt aus. Ja, alles, ne? Ja. Ja. Jetzt, Sandro, was hältst du davon, die Scheiben zu tönen? Ich sag meine Meinung mal hinterher. Was hältst du davon? Ich glaube nicht, dass wir das brauchen. Ich mag es auch nicht. Also ich finde, zum Auto passt es nicht. Ich habe das nur ab und zu mal gehört, ob wir die Scheiben tönen wollen. Ich mag es nicht, aus dem einfachen Grund, wenn du jetzt hier eine Folie hinterklebst, dann siehst du extrem diese roten Heizdrähte und so. Mhm. Ich finde, das sieht immer nicht so dölle aus. Ja. Und auch hier, ne, wenn du irgendwie Scheibenfolie reinklebst, dann hast du immer hier diese am Rand, das siehst du halt immer. Deswegen würde ich es nicht machen. Also falls die Frage aufkommt, Scheibentönen machen wir nicht. Nee. Nimmt auch ein bisschen so diese originale E36 M-Optik, ne? Finde ich so, wirkt direkt so ein bisschen, ich weiß nicht. Das gab es halt original nicht. Ne? Ja, also beim E46 kannst du es machen. Ich glaube, da gab es getönte Scheiben schon. Da fing das gerade so an, meine ich. Da kann man es machen, aber auch so dieses Tiefschwarze, da stehe ich persönlich nicht so drauf. Mhm. Ich glaube, 60% heißt das, oder 60% lichtabweisend oder so, wie das so original ist, ne, wie bei deinem Auto auch. Das sieht da einfach am besten aus, finde ich. Naja, okay, gut. Dann kümmern wir uns hier drum. Sollen wir einmal vorne gucken? Ja. Ah ja, auch mit Keil sogar. Genau, mit Grünkeil. Finde ich ganz schön von der Optik her. Was auch ganz interessant ist, das wusste ich nicht, der E36, die haben unterschiedliche Motorhauben. Cabrio und Coupé haben die gleiche und Touring und Limo, die sind dann wohl unterschiedlich lang, habe ich mir sagen lassen. Mhm. Und deswegen gibt es auch ein paar unterschiedliche Scheiben für die Autos, weil dann hier unten auch der Ansatz anders ist, das hat der Ricardo mir erklärt. Wusste ich nicht, ich hätte gedacht, das ist alles das Gleiche. Ist beim E36 aber nicht so. Ja, genau, den Spiegel können wir hier gleich wieder reinklipsen. Ach so, wir haben ja ein DAB-Radio verbaut und eine DAB-Antenne, die ist ja meistens so in die Scheibe geklebt. Das haben wir jetzt hinten gemacht, das habe ich genau zwischen zwei Heizdrähte geklebt. Ja, habe ich gesehen. Man sieht das so ein bisschen, ne? Aber ich finde es dann immer schöner, als wenn man die hier vorne so drin hängen hat. Ja, stark. Okay. Dann super aus. Kommt der Windlauf hier noch rein, dann können wir auch die Scheibenwischer wieder dran machen und so, ne?
Hier die beiden Sprühdüsen hatte ich ja mal lackiert. Die waren so ein bisschen lackiert, angesprüht. Die waren ja so ein bisschen verblichen auch. Ja, und dann kriegt das Ganze wieder eine Form, ne? Wenn die Spiegel dran sind und so. Ich freue mich. Ich mich auch. Los geht's. Also, wir haben jetzt auf der anderen Seite die, also ich bin erstmal verletzt hier, ne? Alarm. Oh. Auf der anderen Seite die Scheiben noch drin. Mal hier. Mit der Abschlussleiste drumherum. Mhm. Ich finde, das sieht sehr gut aus. Das passt auch erstaunlich gut. Ich meine, das ist ja das Teil, was dran war, aber wenn sowas mal ab war, das ist immer schwierig. Dann haben wir festgestellt, dass die Batterie entladen ist. Die bringen wir jetzt einmal noch zum Aufladen, richtig, mit einem Ladegerät, wo Druck drauf ist. Die Spiegelkappen bzw. die Spiegel sind wieder dran. So sähe es dann aus. Super. Finde ich auch sehr gut. Scheibenwischer sind dran, Windlauf ist drin. Was haben wir noch gemacht? Die C-Säulen sind drin. Also der Innenraum geht ganz stark in Richtung Finale. Hier vorne unter den A-Säulen, die habe ich noch nicht ganz drin, weil ich da noch Kabel herlegen muss. Ja, und ansonsten wäre es das für heute gewesen. Das war jetzt nicht so sonderlich spannend, aber die Dichtungen hier haben uns relativ viel Zeit geklaut. Ja, ich sag mal vielen Dank fürs Zuschauen. Was würdet ihr mit dem Auto noch machen? Schreibt es gerne mal rein. Und dann wünsche ich euch einen schönen Sonntagabend. Ciao Sandro, schönes Wochenende. Ciao.